Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zu einem Video von uns. Und das ist der Silberpapst Markus, der steht hier nämlich neben mir. Und der Silbermatze steht hier neben mir. Und wir haben uns hier getroffen am Hambacher Schloss in Neustadt an der Weinstraße und stehen hier wirklich an einem ganz, ganz tollen Platz. Natur pur, sag ich euch. Ja, im Pfälzer Wald, also es ist wirklich ganz, ganz toll. Das Wetter spielt auch Gott sei Dank sehr gut mit. Und wenn wir schon in der Natur stehen, dann geht es heute auch ein bisschen um die Natur bzw. um die Gesundheit. Das hat auch mit Natur oder Natürlichkeit zu tun. Also bei mir zumindest ganz viel, weil ich immer auf natürliche Mittel stehe. Und heute möchte ich mal hier die beiden Jungs ein bisschen unter die Lupe nehmen, was die Gesundheit angeht, weil wir verknüpfen das ja immer ganz gerne. Aber so richtig ausgequetscht habe ich euch noch nicht. Und das lasse ich mir heute nicht nehmen. Deswegen fange ich mit dir gleich mal an, Markus. Ja. Also mich interessiert einfach bei dir mal, wie du dazu gekommen bist, einfach, dass du dich für natürliche Mittel interessiert hast, dass du einfach auf diese Schiene gegangen bist, dich einfach auch um dich selbst zu kümmern, ja, um deinen Körper zu kümmern. Bei mir persönlich war es dann auch so, in Bezug auf Gesundheit, ja, vor 10, 15 Jahren, sage ich jetzt mal, ging es mir auch nicht besonders gut, ne, so vom Wohlbefinden. Mein Blutdruck war recht hoch und was macht man dann natürlich? Man geht zum Hausarzt, ne, und fragt, ja, was kann das dann sein? Und gut, ich habe viel Stress im Geschäft und beim Arbeiten und so weiter. Und mein Blutdruck ist hoch. Und was sagt der Arzt zu dir? Ich verschreibe Ihnen mal ein paar Blutdrucktabletten, ne? So. Wie ist man als schöner deutscher Bürger, nimmt man natürlich diese Blutdrucktabletten und dann nimmst du die und dann, ja, dann ist ja wieder alles in Ordnung. Aber dann irgendwann habe ich mir gesagt, das kann es eigentlich nicht sein, ne? Und ich habe auch gemerkt, es tut mir trotzdem nicht gut. Nämlich solche Blutdrucktabletten, die haben halt extreme Nebenwirkungen, das weißt du selbst, Silke, ne? Ich sag ja immer persönlich, man kriegt einen Deckel drüber gestülpt. Genau, ja? Im Prinzip wird das, was man hat, einen Deckel drüber gestülpt und man geht. Also ich bin halt immer diejenige, die sagt, man will oder man soll von unten anfangen, ja, und nicht von oben den Deckel draufstülpen, weil alles, was unterdrückt wird, kommt umso mehr dann hinterher wieder raus. Es ist einfach so. Ja. Man drückt drauf und unterdrückt den Schmerz vielleicht, unterdrückt den Bluthochdruck, wie in deinem Fall, und hinterher kommen andere Symptome, aber und meist noch stärker. So ist es. Ich will ja auch die Hausärzte jetzt gar nicht alle verteufeln. Es gibt auch gute Hausärzte, um Gottes Willen. Es sind ja auch schon da, die ihrem hippokratischen Eid folgen. Aber was halt einfach wichtig ist, finde ich, dass man sich dann darum kümmert, sich selbst darum kümmert und drüber nachdenkt, ja, warum kriege ich jetzt Blutdrucktabletten? Das ist da die Ursache, die ist ja dann gar nicht weg, sondern es ist ja sind ja nur die Symptome, ne? In dem Fall beim Blutdruck. Ne? So, und dann habe ich gesagt, das kann es nicht sein. Dann habe ich mir für mich einfach beschlossen, wenn ich auch finanzielle Vorsorge für mich persönlich und darüber nachdenke, kann ich das auch im Bereich Gesundheit tun. Und dann habe ich mich natürlich belesen, habe im Internet geschaut und so weiter, was kann man tun. Und dann bin ich wirklich von mir aus hergegangen und habe diese Blutdrucktabletten abgesetzt nach einer Zeit, also ausgeschlichen, kann man mal so sagen, natürlich vorsichtig, und habe mich ein bisschen belesen und habe begonnen, Magnesium zu nehmen. Ich habe begonnen, Vitamin D zu nehmen. Ich habe begonnen, OPC zu nehmen. Ich habe begonnen, es gibt ja ganz viele, das könnt ihr ja alles auf dem Kanal von der Silke sehen. Ne? Also viele Sachen, die will ich jetzt nicht alle aufzählen. Und ich habe persönlich gemerkt, mir geht es persönlich jetzt noch nie so gut wie heute. Und mein Blutdruck ist normal, der ist normal. Und ohne Blutdrucktabletten, ne? Und ohne die Chemie, die wirklich schon viele, viele Nebenwirkungen hat. Und das ist so ein bisschen meine Geschichte, wie ich da hingekommen bin. Ne? Ja, das war super. Also ein toller Erfahrungsbericht einfach. Ja, ich sammle ja immer Erfahrungsberichte. Das ist mir immer ganz wichtig, weil mir sind die Erfahrungen von den Menschen eigentlich wichtiger als irgendwelche Studien. Ja, jetzt möchte ich natürlich auch noch mal mich auf die andere Seite drehen, zum Silbermatze, und möchte den auch noch mal ein bisschen befragen, weil ich weiß, dass der Silbermatze sich auch mit gesundheitlichen Themen beschäftigt. Nicht nur privat, sondern auch beruflich hast du damit zu tun. Und jetzt gebe ich dir das gerade mal weiter, weil vielleicht erzählst du uns ein bisschen. Ja, also wie gesagt, ich bin Gesundheits- und Krankenpfleger, tatsächlich beruflich auch. Hab vor ungefähr 6, 7 Jahren noch im Krankenhaus gearbeitet, also im Kreiskrankenhaus, und war da schon sehr überrascht, wie sich dieses Konzept Pflege geändert hat. Also man kann sich das so vorstellen, dass man im Krankenhaus versucht, alles
zu zentralisieren, wenn man so möchte. Und dementsprechend ist es natürlich so, dass so viel wie möglich versucht wird, ins Krankenhaus reinzuschachern. Ist natürlich ein Blödsinn, weil es gibt ganz viele Dinge, wofür man das Krankenhaus auch einfach nicht benötigt. Man sieht es auf den Notfällen, also auf den Aufnahmestationen, wo Leute mittlerweile schon zur Notaufnahme gehen wegen Kleinigkeiten und damit dann eigentlich die Notaufnahme besetzen und die wirklichen Notfälle dann gar nicht mehr aufgenommen werden können, weil eben dafür keine Kapazitäten bestehen. Man kann dagegen sehr viel machen. Auf privater Ebene, wenn man ein bisschen auf seine Gesundheit achtet, sei es zum Beispiel Vitamin D, das ist zum Beispiel auch so eine Geschichte, wo ganz viele Menschen gar nicht mehr so wirklich in die Sonne gehen, weil sie zum Beispiel ganz viel im Büro sitzen, ja, und dementsprechend einfach die Zeit gar nicht besitzen, aus beruflichen Gründen oder aus privaten Gründen oder wie auch immer, und dann eben so Kleinigkeiten total vergessen. Vitamin D, Calcium, Magnesium sind zum Beispiel solche Sachen, oder zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren sind da auch ganz gut, und das sind schon solche Geschichten. Da kann jeder einfach ein bisschen was für sich selber tun. Ja, vielen Dank. Also fand ich total interessant jetzt auch, das einfach mal aus deiner Perspektive zu sehen, weil ich sehe das auch so, auch gerade wenn du erzählst mit Überlastung von Notaufnahme. Es ist leider so, dass wenn man irgendwie ein Kratzen im Hals hat, schon gleich zum Arzt rennt. Also ich sehe das auch. Ich habe mit ganz vielen Menschen täglich auch beruflich zu tun. Mit vielen Menschen, mit vielen Kindern auch. Und da ist es einfach so, dass ich das auch mitkriege, wenn dann kleinste Wehwehchen sind, dass man einfach die Verantwortung abgibt, nämlich an den Arzt. Und ich sage immer persönlich, der Arzt kennt euch aber nicht so gut. Also ihr kennt euch einfach am besten, deswegen denkt einfach erstmal selbst drüber nach und informiert euch und kümmert euch um eure Gesundheit. Das ist immer das, was ich hier bei mir auch mit auf den Weg geben will. Und dann läuft das alles viel, viel besser. Vor allem wird man nicht mehr so schnell krank. Und wenn man mal krank ist, dann kommt man viel, viel schneller auf die Beine. Ja, das war's dann. Ich würde gerne noch was sagen. Man muss auch mal hinterfragen, warum ist das alles so? Ne? Das liegt halt einfach auch daran, dass das System so ist. Ne? Also ich möchte das System jetzt mal hinterfragen. Ne? Nicht nur das Geldsystem hinterfrage ich auf meinem Kanal, sondern auch das Gesundheitssystem ist ja so aufgestellt, dass natürlich, ich sage es jetzt ganz offen, die Pharmaindustrie, die hat da natürlich eine riesen Lobby. Ne? Und wie ist es? Ich renne zum Arzt. Warum renne ich zum Arzt? Weil ich einfach eine Krankmeldung brauche für meinen Arbeitgeber, und der verschreibt dir natürlich irgendeinen Mist. Natürlich gleich eine Antibiotika für jede Erkältung, obwohl es die gar nicht bringt, ne? Wenn es eine Virusinfektion ist und so weiter. Also es gibt viele natürliche Mittel auch hier, ne, wo man dann hier verwenden kann. Es ist einfach auch eine Systemfrage. Ne? Und das wollte ich einfach nochmal sagen. Genau. Ihr merkt schon, wir haben hier unsere Schnittpunkte, und es führt eigentlich immer wieder auch generell auf die Systemfrage zurück. Also ob es in die Finanzen oder die Gesundheit geht, es ist einfach... Ja, es ist einfach eine grundsätzliche Frage, und die hinterleuchten wir drei immer ganz gerne. Und deswegen, haben wir heute euch hier dieses Video zu präsentieren und hoffen, euch hat es gefallen. Ich möchte mich jetzt verabschieden. Also ganz kurz. Und da hat der Markus ja auch ein absolutes Stichwort gebracht. Gar kein Ende. Da hat er tatsächlich ein sehr gutes Stichwort gesagt, denn nämlich gerade was Antibiotika betrifft, liebe Zuschauer, ist es nämlich schon so, wenn man zu viel nimmt, entwickelt man einfach von Grund auf schon Resistenzen. Und wenn man sie dann wirklich mal benötigen sollte, weil es einem wirklich dreckig geht und man ins Krankenhaus muss, ja, dann hat man nicht die Möglichkeit, dass es funktioniert. Und deswegen nochmal der Tipp an dieser Stelle: ein bisschen vorsorgen für sich selbst mit natürlichen Mitteln kann nie schaden. Vor allen Dingen tut es einem auch einfach auch nicht weh. Ja, danke euch zweien. Wir sagen tschüss, bis bald, und bleibt mir vor allem gesund.